Im Grunde genommen geht es um Folgendes. Das Erlernen einer neuen Fähigkeit mittels Neuromod funktioniert so wie das Anlegen neuer Erinnerungen im Gehirn. Tatsächlich ist es vorerst nicht möglich, die durch die Mod bewirkten Veränderungen von den normalen Erinnerungsbildern zu unterscheiden. Wenn ich also die Neuromod entfernen möchte, dank der sie wie Gustav Leitner Klavier spielen, wird ihr Gehirn auf den Stand vor der Installation zurückgesetzt. Ach so. Oh. Okay. Sie wollten, dass morgens Gehirn vollkommen unberührt ist, wenn es Prototyp Neuromods erhält. Hier musste also extrem zurückgespult werden, daher auch die Wohnungssimulation. Die Jews haben sich wirklich mit Leib und Seele der Wissenschaft verschrieben. Melden Sie sich nachher mal wegen des Mittagessen. Simmons. Ich glaube, wir sind freiwillig hier. Oh, jetzt steht da 8.09 Uhr. Ich glaube, wir sind freiwillig hier. Da steht, die Jews haben sich wirklich mit Leib und Seele der Wissenschaft verschrieben. Ich glaube, wir machen das freiwillig. Nur wir können uns nicht daran erinnern, weil die Erinnerungen immer wieder zurückgesetzt worden sind. Was ist das denn da für ein Zeichen? Hä? Das ist irgendwie hinter der Wand. Jau. Auch nicht schlecht. Aber gut zu wissen, also es wurde nicht hier an uns herum experimentiert ohne unsere Erlaubnis. Wow, und so, ohne unsere Erlaubnis. Also so sehe ich das jetzt. Ne, hier steht nur ein Stuhl. Okay, der springt mich auch nicht an. Fehler. Ja, kann ich nicht benutzen. Okay, was ist das hier? Hacker 1 erforderlich. Oh, man kann diese Dinger auch hacken, okay. Aha. Was ist das hier? Oh. Ob die das hören können? Können die überhaupt hören? Können die überhaupt sehen? Ja, sehen denke ich mir mal schon. Warte mal, einen haben wir schon. Warte mal, ich bin mal ganz kurz ruhig. Ich möchte mir hören. Hier stehen überall Gegenstände rum, ey. Ich höre es wieder. Hört mal, man hört wieder dieses Krabbeln. Man hört wieder dieses Krabbeln. Das kommt von hier. Warte mal. Ich weiß nicht, welches könnte es sein? Mist. Ja! Nice, das Ding hat mich aber noch niemals angegriffen. Cool. Ich glaube erst, wenn ich so richtig nah an dem dran vorbeigehe. Was natürlich dann auch heftig für mich ist. Die können mich erstens dann... Wow, die können mir dann... Wow. Nein, aua. Es hat mich getroffen. Doofes Vieh. Woher kam das jetzt? Ich probiere mal gerade was. Jetzt, wo wir genügend Schaden genommen haben. Yeah. Man hätte jetzt noch, glaube ich, 5 HP abwarten können. Ich war mir nicht sicher. Ich glaube, da stand jetzt entweder 70 oder 75. Aber, wollte es mal ausprobieren. Unsere Rüstung hat auch ein bisschen Schaden bekommen. Aber ich glaube, wir haben so ein Rüstungsreparaturkit. Damit hätten wir jetzt schon 3. Der kam, glaube ich, von hier. Der hat das anscheinend gecheckt. Und dann hat er angegriffen. So, hier oben war doch was, ne? Wartungsschleuse öffnen. Ein anderer Weg, okay. So, ansonsten bräuchten wir hier die Karte. Aber ich will mal ganz kurz noch hier rein. Hier ist doch sicher der 4. Kannst mir noch keinen vormachen. Man muss auf die Geräusche achten. Nee. Nee. Wow. Mensch, dass diese Dinger sich immer von allein öffnen. So, angerauchte Zigarette. Nehmen wir mit, weshalb auch immer. Aber anscheinend ist hier nichts, was mich anspringt. Simulationslabor. Yeah. Okay, damit haben wir auch die Karte. Ist da ein Notiz? Ist keine Notiz, okay. Oder jedenfalls keine, die wir brauchen. E-Mail, 3 Stück, Testergebnisse. Dr. Bellamy, hier sind die Ergebnisse des heutigen Persönlichkeitstests. Ich stelle im Vergleich zu vorherigen Ergebnissen eine gewisse Abweichung fest. Und zwar nicht zum ersten Mal. Ich werde Alex Bescheid geben. Den letzten Test habe ich zur Ansicht nachfolgend eingefügt. An einen vertrauten Ort. Ich bin wütend. Niemand hat das Recht dazu. Das Gleis wechseln, einen dickleibigen Mann stoßen, aufs Gleis springen. Ja, das waren unsere Entscheidungen. Ach, voll die miesen Fragen waren das. Hat er also alles hier gespeichert. Tägliche Tests.
Dr. Bellamy, mittlerweile ist morgen so erschöpft, dass wir kaum noch nützliche Ergebnisse erhalten können. Die langfristigen Schäden, die wir höchstwahrscheinlich... Ach, das hatten wir doch schon, oder? Das hatten wir, glaube ich, schon. Syl, kommen meine Leute zu dir? Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Hä, hat er irgendwas gefragt? Syl, ja, ist mir auch schon aufgefallen. Ich kann zwar keinen Namen nennen, aber in letzter Zeit häufen sich die Fälle von akuten Angststörungen in deiner Abteilung erheblich. In der Psychotronik ist es sogar noch schlimmer. Ich überlege schon mit Ketchup, mit Kelstrop, wie wir den Stresslevel dort etwas senken können. Aber ich fürchte, das sind keine Einzelfälle. Ich werde in den nächsten Vorstandssitzungen mal Alex darauf ansprechen. Kommen meine Leute zu dir? Matthias Kohl, okay. War da noch was? Nö. Gut, die Karte haben wir jetzt. Wir könnten entweder jetzt da oben lang... Ja, dann ist der vierte da oben, oder nicht? Warte, ich gehe mal oben lang. Ah, ich öffne aber vorher mal eben... Wird gespeichert, okay. So, ich habe vorher das da... Wow! Alter! Das war ein Phantom. Typhon Anthrophantasmus. Bleiben Sie in Bewegung. Boah! Was war ein Phantom? Ist da irgendwas passiert, weil ich das aufgemacht habe? Boah, Explosivkanister. Okay, wir können ihn wieder hinstellen. Vielleicht können wir diesen Kanister benutzen für irgendetwas. Um die Leute irgendwie in die Luft zu jagen. Ah, das müssen ja dann schon viele sein. Ach, und da ist der Gang gewesen. Wow. Der hat irgendwas von einem Phantom gesprochen. Lass mich raten, der war hier irgendwo. Boah, zum Glück bin ich da oben lang gegangen. Ey, sonst hätte mich das Ding vielleicht erwischt. Meint er so, das war ein Phantom. Aber der ist doch dann noch irgendwo hier. Skill Recorder Analysis. Was ist hier? Da liegt ein Toter drin. Da haben wir ein Klavier. Okay. Blutflecken und Blutspuren. Oh oh. Ach, hier ist dieses Zeichen. Steuerpanel, defekt, reparieren, Reparatur 1 benötigt. Okay. Dafür brauchen wir Reparatur 1. Hier sind Blutspuren. Mimik. Was ist das denn? Hä? Warte mal. Das Teil war gleich... Was? Schleichangriff verursacht 150% Schaden? Was? Stand da, glaube ich, irgendwas in der Art. Direkt, das war direkt nur One-Hit war das. Das Teil war irgendwie versteinert, warum? Und hier sind überall diese komischen Steine. Oh, Fear Sink. Er wurde anscheinend getötet. Kann es sein, dass er von dem getötet wurde und gleicherzeit wurde dieses Teil irgendwie versteinert? Munition, Medikit, Glokanister. Glokanister, Glokanister. Glokanone. Yeah. Was ist das denn? Was ist das für ein Ding? Oh. Glokanone. Die Transdarm-Glokanone Gelschaum-Laminierungsorganismus-Obstructor setzt Ziele außer Gefecht und oder macht sie bewegungsunfähig, ohne ihnen zu schaden. Und das ist eigentlich eine Waffe nach meinem Geschmack. Aber bei den Dingern, ich weiß nicht, ob das so hilfreich ist. Mal gucken. Glow kann Feuer löschen und vorübergehend elektrische Ladungen deaktivieren. Das ist eine Mehrzweckkanone. Sobald Glow ausgehärtet ist, kannst du außerdem draufklettern. Nee, das... Ach, ich glaube, ich weiß, was das ist. Das sind, glaube ich, diese komischen Steinchen. Ausgehärtet, kannst du draufklettern. Boah, damit kannst du echt alles machen. Kann ich auch mit der Glokanone auf Klo drücke am Maustaste 1 zum Abfeuern der Glokanone. Halte Maustaste 1 gedrückt, um einen durchgängigen Strahl abzufeuern. So viel zu der Frage mit Klo. Maustaste 1. So. Das möchte ich gerne mal ausprobieren. Ich schieße jetzt mal auf die Lampe. Wow, das hat ja gut funktioniert. Ja, daraus kommen echt diese Steinchen. Diese Steinbrocken. Warte mal. Ah, man kann es wieder freihauen. Und man kann dann auch, zack. Ah, draufsteigen. Cool. Warte mal.
Yeah. Okay. Alles klar, ich lade mal nach. Wir haben auf jeden Fall eine Menge Munition. Der sagte, wenn ich gedrückt halte, wird daraus so ein Strahl. Ich will nicht zu viel Munition verballern, aber ich würde das schon gerne erstmal kurz austesten. Ach so, okay. Das bist also gemeint. Gut, dann bleibe ich jetzt mal ein bisschen sparsamer. Das Bewusstseinsfeld. Auszug, Kapitel 1. Okay. Ah, hier haben wir so eine kleine Karte. Konferenzraum, Skill Recording. Das war wieder ein Mimik. Ich habe ein bisschen Bange vor diesem komischen Phantom-Vieh. Fearsing, Leiche, ja. Oh, hier hinter ist vielleicht etwas. Ne, ist nichts hinter. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ach, die Ausdauer ist etwas runtergegangen, weil die Ansicht sich kurz verändert hatte. Oh, da oben liegt jemand. Na, warte, ich komme mal zu dir hoch. Wow. Hilfe? Boah, sind das viele. Ich guck gerade mal, ob ich sehen kann. Da läuft einer rum. Warte mal. Boah, wie knapp. Oh, das ist von dem abgeprallt. Also von dem Steinsbrocken. Ja, ich hab ihn. Ich hab ihn. Ey, er kann immer noch laufen. Nicht, dass er seine Freunde ruft. Ja, wir haben ihn versteinert. Yes. Sehr gut. Nice, okay. Man muss anscheinend mehrmals drauf schießen. Aber ich wollte mal ganz kurz zu ihr. Natascha. Hä? Oh nein, das ist nur kurzzeitig. Och nee. Erstens ist es gar nicht so schwer, diese zappeligen Viecher zu treffen. Also gar nicht so leicht, meine ich. Baseballhandschuhe, knusprige Pommes frites, Glowkanister. Und dann befreien die sich noch. Und man muss auch noch mehrmals treffen. Oh, hier sind doch so viele. Da bräuchte man vielleicht schon so eine richtige Waffe, die Schaden verursacht. Morgan, da, im Foyer. Ja? Nehmen Sie die Neuromod aus der Vitrine. Das sind normalerweise Attrappen, aber ich habe eine echte für Sie hineingelegt. Die Neuromods sind äußerst wichtig. Wenn Sie mit Ihrer Hilfe keine neuen Fähigkeiten installieren, überleben Sie nicht. Ich habe Ihren Transcribe schon mit der angeforderten Liste aktualisiert. Schauen Sie mal rein. Wer bist du? Wer ist der Typ? Ja, January, ja, aber trotzdem. Ja, und da muss man mit den echt gucken, dass man zielt, weil die haben, machen halt so einen Bogen. Ich habe getroffen. Deswegen hat man so viel Munition. Ja, ich hab ihn. Jetzt. Yes, das hat funktioniert. Und wo sind die anderen alle? Ich habe jetzt erst gedacht, die gehen alle auf mich drauf. Die sind aber, glaube ich, nicht zu aggressiv, oder? Ich glaube, die gehen so ein bisschen taktisch vor. Aber die liefen jetzt einfach so rum, haben sich nicht verwandelt. Okay, die Glowkanone ist schon nicht schlecht, aber die zu treffen ist so eine Sache. Ich höre wieder dieses Krabbeln. Oder ist das da hinten dieses Wasser? Oder was auch immer das sein soll. Nee, das ist das Wasser. Das ist das Wasser. Warte, nein, nein, es ist nicht. Ich wusste es. Ich habe noch mal ein anderes Geräusch gehört. Direkt neben mir. Ich stand hier und habe das Wasser gehört, aber auch noch dieses komische Krabbeln. Das finde ich aber echt gut gemacht, dass man, wenn man richtig hinhört, dass man dann erkennen kann, okay, da ist vielleicht irgendwo einer. Das finde ich gut. Da kannst du mal echt hinhören. Zum Aufpassen muss man hinhören. Hallo? Kann ich das aufsammeln? Warum leuchtet das? Ich höre schon wieder welche von denen. Ich höre doch die Geräusche, die die machen. Neuromod. Ist hier wieder so ein Ding? Ja. Hier ist eins. Also manchmal muss ich kurz, dann bin ich mal kurz leise, um zu gucken. um zu hören, ob hier sich so ein Teil befindet. Lass mich raten. An dem Buch. Was passiert denn jetzt, wenn ich drauf schieße? Hat da jetzt... Bringt mir das irgendetwas? Haben wir das Ding damit jetzt direkt versteinert? Ja, das ist das Buch. Ohne Witz.
Ja. Das war es wirklich. Also, der Hörsinn, der ist gefragt. Also hier kann man echt... Das finde ich gut, dass so etwas auch mal benutzt wird. Dass man hinhören muss. Um zu überleben. Transcribe. Robert Cage. Leiche. Das sieht aber nicht aus wie eine Alien-Opa. Vielleicht ist der noch nicht allzu lange tot. Obwohl der eine Typ da hinten hat sich direkt so körperlich verändert. Naja. Agavenreste. Transcribe. Halte zum Anhören L gedrückt. Ach, Transcribe, das ist so eine Art Audio. Robert? Alice, Gott sei Dank. Audio. Wie wo bist du? Versteckt, im Konferenzraum. Ich kann nicht... Was? Du bist noch im Labor? Kann nicht raus. Da ist... Wo ist der Sicherheitsdienst? Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Robert, du musst da raus. Zu den Aufzügen. Angeblich werden wir evakuiert. Robert? Moment mal. Da kommt wer. Ja, und dann war es das mit ihm. Der kommt wer, ja. Das war dann wohl eins von diesen Mimics. Okay, da konnten wir jetzt eine Audiolog holen in diesem Raum. Ich glaube, das ist dieser Konferenzraum, ne? Wir haben noch einen... Weiß auch nicht, was das ist. Vielleicht ein Anrufbeantworter. Können wir aber nichts mitmachen. Okay. Kann ich eigentlich die Waffe wegstecken? Okay, ist vielleicht nicht so klug, die wegzustecken. Aber jetzt gerade tue ich es mal, denn ich würde sagen, das war's für die erste Folge. Obwohl das Teil da oben würde ich mir noch gerne schnappen. Was auch immer das, ja, Neuromod, ne? Das Teil würde ich mir gerne mal schnappen. Wow! Wie ich noch davor stehen geblieben bin. Mist, es hat mir Schaden verursacht. Ich bin auch extra davor stehen geblieben. Erst in Standard 2 der gleichen Objekte. Und dann wollte ich noch hören, ob ich was höre. Aber ich konnte nicht so richtig hören, weil hier das doofe Wasser plätschert. Das finde ich cool, finde ich cool. Und dann springt da auf einmal dieses Teil heraus. Hier waren eine Menge. Die können hier überall sein. Ich glaube, hier hinter war noch ein Raum, ne? Kommen wir da hin? Skill. Ich wusste es! Ich habe es noch kurz bevor es raussprang, habe ich es noch gehört gehabt. Ha! Hast du dich gerade bewegt? Hier bewegen sich keine Objekte, hast du verstanden? Hier ist Bob gar kein Windzug. Restricted access. See security for entrance. Skill Recording Room. Kann man da rein? Das sieht sehr stark gesichert aus. Boah, ist das heftig. Na gut, da hinten ist noch irgendetwas. Talos One, Favoritenrad. Über das Favoritenrad kannst du schnell Waffen und Psy-Kräfte auswählen und ausrüsten. Drücke Mausrad und das... Jetzt kommt das erst. Das hättest du mir doch erzählen können, wo ich das Medikit aufgesammelt habe. Ja, kenne ich mich schon aus. Eine Waffe, drücke Maustaste 1, um die ausgewählte Waffe auszurüsten. Du kannst über das Verwirrenrad auch Medis, Kits und Psy-Hippos verwenden. Ja, das haben wir ja schon herausgefunden. Befindet sich dahinter die Talos One? War, ist das also... Das ist jetzt Transter Lobby. Ist das also ein Shuttle oder wie soll ich das verstehen? Ich dachte, wäre eine Raumstation. Security Transition.